Warten Sie. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren wollen? Vielleicht. Vielleicht sollten wir besser nichts verändern. Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Wie Sie möchten. So ein Dreck. Ich wollte nicht, dass das darauf hinausläuft. Dieser Dummkopf. Entschuldige, liebe Kara. Kara ist noch hier. Noch nicht mit dem Bus über die Grenze. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Unsere Leute zählen auf dich, Marcus. Du bist der Einzige, der uns führen kann. Wo auch immer du hingehst, wir folgen dir. Du hast jetzt schon die nächste Katze hinausgelöst. Nicht. Ich dachte, bei uns wärt ihr in Sicherheit. Ich lag falsch. Ihr müsst die Stadt verlassen, so schnell ihr könnt. Alice von hier wegzubringen ist jetzt am wichtigsten. Wir müssen den letzten Bus kriegen. Vielleicht schaffen wir es noch über die Grenze. Marcus. Rette unser Volk. Sie sagen, Sie wollen kein Risiko mit den Abweichlern eingehen. Also treiben Sie unsere Leute zusammen und bringen sie in Lager. Zur Zerstörung. Das alte Spiel. In ein paar Stunden werden nur noch wir übrig sein. Die Geschichte wiederholt sich. Wie viele haben den Angriff überlebt? Ein paar hundert? Vielleicht mehr, wenn man die mitzählt, die sich versteckt halten. Ohne deine Bombe wären wir jetzt alle tot. Wie ist dein Systemstatus? Bin okay. Sie hat keine Biokomponenten getroffen. Du hättest meinetwegen sterben können, Marcus. Du musst zuerst an unsere Leute denken. Nichts anderes zählt. In ein paar Stunden ist alles vorbei. Wir haben die Welt verändert oder die Welt hat uns zerstört. Du musst dich entscheiden, Marcus. Aber was immer du wählst, wir folgen dir. Ich liebe dich, Marcus. Oh, feier.
Okay, mit wem hätten wir noch reden können? Hier drüben gibt es noch einen. Ohne dich wäre ich jetzt tot. Dank dir sehe ich uns vielleicht eines Tages in Freiheit. Wir waren uns nicht immer einig, aber ich weiß, wir kämpfen für die gleiche Sache. Was immer du tust, ich folge dir, Marcus. Sie folgen uns. Sie folgen Marcus. Dann lass uns mal zum Volk sprechen. Die Menschen haben beschlossen, uns zu vernichten. Unsere Leute sind in Lagern gefangen und werden zerstört. Wir müssen eine Wahl treffen. Und diese Wahl entscheidet dann über die Zukunft unseres Volkes. Marschiere friedlich zu den Lagern, um die Behörden unter Druck zu setzen. Starte einen Angriff auf die Lager, um die Androiden zu befreien. Oh, das ist eine Entscheidung. Da gibt es kein richtig und kein falsch mehr. Friedlich, ja, das ist das Bessere, eindeutig. Das ist, wenn ich die Behörden unter Druck setzen, ja, ist natürlich das Bessere, moralisch das Bessere, das ist, was man. Aber die Frage ist, ist das noch? Ist das, erreichen wir damit das Ziel? Das andere Revolution, damit erreichen wir vielleicht unser Ziel im freien Lager. Aber zu welchem Preis? Ich will diese Entscheidung eigentlich nicht treffen müssen. Nachdem, was passiert ist, spricht wirklich mehr für eine Revolution, für einen Angriff. Die Zeit der friedlichen Demonstration ist vorbei. Aber was wird der Preis sein? Können wir den Preis dafür bezahlen? Es wird vielleicht, wenn es schief geht, eine komplette Ausrottung sein. Der letzte Android wird sterben, Marcus wird sterben, alle, die hier im Saal sind. Das ist das Risiko. Das Risiko von der friedlichen Demonstration ist, dass es nicht klappt. Dass die Leute dicht machen, dass nicht gehört werden und dass es einfach in Rauch aufgeht und alles umsonst ist. Die Entscheidung ist wirklich nicht schwer und nicht leicht. Wirklich sehr schwer. Und ich hoffe, ich habe eine Wahl getroffen.
Ich hoffe, ich reite damit nicht das ganze. Das ganze Ding. In die Scheiße. Vernichte nicht damit alles, was wir aufgebaut haben. Aber die Wahl steht fest. Ist vielleicht eine dumme Wahl, aber. Gut, wenn Sie Krieg wollen, bekommen Sie ihn. Wir werden kämpfen für unsere Freiheit und wir siegen oder fallen. Seid ihr bereit, mir zu folgen? Mir gefällt nicht, wie das hier läuft, aber es scheint der einzige Weg zu sein, der zum Erfolg führt. Dünnes Eis, die letzte Mission. Hank hat den Dienst quittiert. Hanks Haus. Haus betreten, mit Hank reden. Hank erzählt von seinem Sohn. Gehen, Hank begeht Selbstmord. So ein Trick. Nacht der Seele, Markus. Gebrochen wurde Leo versetzt. Karl geht es schlechter. Der nächste, der stirbt. Ach Mann. So viel Tod. So viel Leid. Willkommen zu Hause. Haus betreten. News Nachricht anhören. Den Gemälde anschauen. Schachbrett ansehen. Hätten wir noch was sehen können. Hier ist ein anderer Weg, wie wir herkommen. Nach oben gehen. Karls Krankenpfleger greift ein. Karls Krankenpfleger umwandeln. Schlafzimmer betreten. Mit Karl versöhnen. Sich Karl anvertrauen. Karl stirbt. Gehen. Gab es mehrere Wege, wie wir ankommen hätten können. Markus auf heiligem Boden. Abwächter formieren sich neu. Mit Simon reden, mit North reden. Mit Kamera reden, mit Josh reden. Teile einen Moment mit North. Hier haben wir noch was übersehen, wenn wir ihn finden können. Gewalttätiger Angriff. Ja. Ich weiß nicht, wo das hinführen wird, aber wir werden sehen. Markus hat entschieden, für seine Leute zu kämpfen. Seit 6 Uhr heute Morgen gilt eine nationale Ausgangssperre. Der Zivilverkehr wird streng kontrolliert. Das Versammlungsrecht ist ausgesetzt. Die elektronische Kommunikation ist eingeschränkt. Und ich habe unseren Sicherheitsbehörden weitreichende Rechte eingeräumt. Zusätzlich zu diesen Maßnahmen müssen alle Androiden den Behörden übergeben werden, und zwar unverzüglich. In allen größeren Städten wurden vorübergehend Lager errichtet, um sie zu erfassen und zu zerstören. Ich rufe jetzt alle Zivilisten auf, mit den Behörden zu kooperieren und darauf zu vertrauen, dass wir alles, was in unserer Macht steht, tun, um die Sicherheit unserer Nation zu garantieren. Madam President! Bitte! Stimmt es, dass Androiden unsere IT-Systeme hacken können? Wie Atomkraftwerke und Militärbasen? Alle Androiden in sensiblen Bereichen wurden neutralisiert und alle IT-Systeme wurden sicherheitshalber unterbrochen, um Hacking zu verhindern. Die Situation ist unter Kontrolle. Bitte! Unter Kontrolle. Bitte! Eine Ladung medizinisches Kobalt soll verschwunden sein. Angeblich wurden auch Armeewaffen gestohlen. Könnten Sie das bestätigen? Mir liegen dazu keinerlei Informationen vor. Madam President! Wurde der Anführer der Abweichler festgenommen?
Der Abweichler, der Marcus genannt wird, wurde bisher noch nicht gefunden, aber wir werden ihn sehr bald aufspüren und dann neutralisieren. Madam President! Bitte! 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 Was können Sie uns denn über die Razzia von gestern sagen? Das FBI hat gestern um 22.45 Uhr in Detroit einen verlassenen Frachter durchsucht. Mehrere tausend Androiden wurden zerstört oder verhaftet. Unsere Truppen durchkämmen jetzt die Straßen, damit kein Android entkommt. Wir werden jeden einzelnen finden und dann zerstören. Danke. Das wäre alles. Dazu gibt es nichts mehr zu sagen. Der letzte Bus fährt in 20 Minuten. Das lässt uns nicht viel Zeit. Wir müssen uns beeilen. Auf zum Busbahnhof. Alles in Ordnung? Mir ist so kalt. Warum ist dir kalt? Sie ist ein Androide. Das ist eine Abwechslerin ist, oder? Oha. Da haben sich zwei erhängt. Ich habe nicht viel Zeit. Hier wohnen und da haben sich welche erschossen. Die werden wir vielleicht noch gebrauchen. Na komm, lass uns gehen. Was sollen wir jetzt tun? Wir müssen weiter, wenn wir den Bus kriegen wollen. Wir dürfen uns nicht in Gefahr bringen. Bleib dicht bei mir. Wir werden uns einfach an ihn vorbeischleichen. Wir schaffen das, Alice. Ich verspreche es. Bitte nicht! Ich hab nichts getan! Dazu hab ich gesagt! Gibt es noch viele? Guck dir doch diese Ratten an! Je mehr man guckt, desto mehr findet man. Ich hoffe, wir sind nicht die ganze Nacht hier. Ich friere mir den verdammten Arsch ab. Das wird Wochen dauern, diese Scheißstadt zu säubern. Glaubt mir, sind wir noch lange nicht fertig. Und da reden sie schon von Säuberung. Da sind überall Soldaten. Wir müssen vorsichtig sein. Es ist widerlich. Na los, Bewegung! Beeilung, rein da! Da drüben, das ist... Die Menschen haben wie immer nichts aus der Vergangenheit gelernt. Wir können nichts tun, Alice. Die Soldaten sind überall. Wir können ihn nicht hier lassen. Sie werden ihn töten. Ach, verdammt. Okay, gehen wir. Rückt der Events bereit? Hey, Kumpel! Wir müssen die Familie. Ich bin nur nach Hause. Meine Frau erwartet mich. Und wir müssen alle Zivilisten überprüfen. Wir müssen die Familie befreien. Nein! Nein! Bitte! Scheiß Androiden.
Wehrlosen, Waffenlosen und Androiden. Was für ein Feigling. Was können wir machen? Können wir ihn noch retten? Ich finde eine Waffe, ich habe eine Waffe. Nicht riskieren sollen. Wo ist Alice? Sie hat sich versteckt. Immer. Kara, du hast uns gerettet. Wie können wir dir nur danken? Los, bevor sie dich sehen. Alice! Luther! Ich dachte, du wärst tot. Ich dachte, ich sehe dich nie wieder. Ich wollte euch am Busbahnhof treffen. Aber sie haben mich geschnappt. Los jetzt. Wir sind nah dran, aber die Zeit drängt. Auf zum Bus. Ich hoffe, er kommt nicht zu hier rüber. Geh weg, geh weg, geh weg. Und jetzt haben wir den Riesen hier mit der Hand. Überall werden Androiden erschossen. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Kontrollen. Ein Kontrollpunkt. Wir haben Pässe, es sollte okay sein, aber man weiß ja nie. Vielleicht sollten wir lieber einen Umweg machen. Wir haben es eilig, der Bus fährt bald. Ach, aber es wäre sicherer. Leisten. Kontrollpunkt riskant. Was ist die Alternative? Umweg 11 Minuten. Die Zeit haben wir nicht mehr. 9 Minuten haben wir noch. Ich mag keine Menschen mit Waffen. Sie machen mich nervös. Bleib ganz ruhig, okay, Luther? Du tust nichts, bis ich es sage. Ausweis bitte. Sie wissen von der Ausgangssperre? Zivilisten dürfen nur in Notfällen ihre Häuser verlassen. Wo wollen Sie hin? Meine Tochter hat bei einer Freundin übernachtet. Wir haben sie abgeholt. Wir sind auf dem Heimweg. Er ahnt etwas. Bleib ruhig. Es ist alles in Ordnung. Alles okay, Kleine? Sie zittert. Stimmt was nicht? Es ist kalt. Ihr ist kalt. Wir müssen sie schnell nach Hause bringen. Sorry, Miss, wir müssen vorsichtig sein. Hier gibt es Abweichler und unsere Leute sind nervös. Gehen Sie schnell nach Hause. Danke. Hey, Moment mal. Er weiß es, Kara. Sie werden uns töten. Nein.
Tu bitte nichts, Luther, hörst du mich? Sie werden schießen. Sie werden Alice töten. Wenn sie nicht. Du hast was verloren. Sag ich doch. Danke. Bitteschön. Das Schießen hätte uns jetzt große Probleme gebracht. Das ist nicht der einzige Soldat hier. Heute, am 11. November 2038, ist der Tag, an dem sich die Androiden erhoben. Gegen ihre Unterdrücker. Wir kämpfen seit der Dämmerung, um unser Volk aus den Lagern zu befreien. Wir werden nicht nachgeben, bis wir frei sind und Verhandlungen über unsere Gleichstellung beginnen. Es gibt Millionen von uns. Und nichts kann uns aufhalten. Öffentliche Meinung gleichgültig. Das ist nicht gut. Sind wir denn alleine? Ich will es doch nicht hoffen. Blase da unten. 23:01. Eliminiere den Abweichleranführer von den Aussichtspunkt. Schon wieder ein Spiel. Spieler gegen Spieler. Ich selbst gegen mich selbst. Selbst mit Connor gegen mich selbst. Ich mag es. Achtung, Markus, Sniper. Das Gewehr weg und dreh dich mit erhobenen Händen um. Ich kenne dich. Du bist Connor. Sie werden doch nichts gegen Android von der Geiselnahme. Einen Androiden tun. Ich dachte, du wärst tot. Androiden sterben nicht, Captain. Mein Befehl lautet, sämtliche Androiden festzunehmen. Du Ihr kommst seid mit doch mir. Idioten. Sie verstehen nicht. Ich werde nicht zulassen, dass sie meine Mission behindern. Die Idioten. Ihren eigenen Androiden ausschalten. Zeit, da wegzugehen.